Fußball als Motor der Integration, das war so ein wenig das Motto im Spiel der U19-Verbandsliga zwischen Meisterstarken und den abstiegsbedrohten Neuköllnern vom BSV Grün-Weiß. Warum Integration? Weil Sean Menzer, der Stürmer des BSV, heute auf dem Platz stand, in Ghana geboren, im Dezember 2016 nach Deutschland emigriert, und er konnte einen über den Fußball so ein wenig in seiner neuen Heimat Fuß fassen. Nun zum Sportlichen. Neukölln braucht unbedingt 3 Punkte, um den Abstiegsrelegationsplatz 12 rechnerisch noch verlassen zu können. Und eine der wenigen ersten Aktionen hatte Hakan Seskin, das war allerdings nur Beifang für Freddy Mittelstädt. Und dann ging es aber größtenteils in die andere Richtung. 11. Minute, verlängerter Eckball, und in der Mitte ganz, ganz frei steht dann Dorinel Wittstock mit der Führung für den Favoriten und Meister aus Starken. Das war die erste nennenswerte Chance der Gäste der Partie und auch gleichzeitig der erste Treffer. Hier verlängert und im Kung-Fu-Style macht er den dann rein. Und Starken trat in der Folge weiter aufs Gaspedal. Für Budenzeich holt sich mal den Ball, hat auch eine Menge Wiese vor sich, und dann knallt er den einfach mal drauf und lädt Neukölln-Keeper Jeremy Lehmann mal zum Fliegen ein. Menzer bewegte sich unterdessen eher in einer offensiven Ruhezone, kaum Angriffsgefahr ausgehend von Neukölln, obwohl er schon 17 Mal getroffen hat in dieser Saison. Und kurze Zeit später musste dann der Querbalken retten, und zwar vor dem 2:0 nach diesem recht guten Freistoß von Sinan Ufak. Dann die Minute 27 auf den Außen. Das ist Leo Joachim, und der sucht und findet Yannick Hurtig, und der legt den wunderbar hinein ins Tor. 0:2. Die doppelte Führung für den SC Starken. Ein überragendes Tor vom Top-Torschützen des Vereins. Im Flug mit dem Außenriss buxiert er den ins Tor. Sein 24. Saisontor. Und hier zeigt er, warum. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Tiefer Ball auf Jeremy Eder und der vorbei an Lehmann. 31. Minute, Saisontor Nummer 12. So langsam war Neukölln nicht mehr existent. Vor allen Dingen defensiv fehlte die Zuordnung, fehlte die Kompaktheit. Und insofern ein ganz einfacher Konter im eigenen Stadion besiegelt das 0:3. Und 11 Minuten später, in einer Phase, in der Starken Neukölln überrennt, Yannick Hurtig dann ganz frei vor dem Tor, und er mit seinem 25. Saisontreffer, und Neukölln weiterhin nicht mehr wirklich auf dem Platz. Sie sehnten die Pause herbei, defensiv keine gute Leistung mehr gezeigt, und das sehen wir in dieser Situation. Das ist technisch natürlich auch stark gemacht, und vor allen Dingen der Abschluss ist dann allererste Sahne. Für Menzer und Grün-Weiß also ein ziemlich gebrauchter Tag. Zuletzt hatte man am 6. Mai Punkte geholt. 4:1 damals, ein Sieg gegen den SFC Stern. Seither hat man nur verloren. Und heute sah es ebenfalls wieder ganz danach aus. In der zweiten Halbzeit dann allerdings ein spontanes Erwachen der Neuköllner. Das ist Menzer. Und der schaut vor dem Tor einfach mal bei Freddy Mittelstädt vorbei. Kein gefährlicher Abschluss. Das ist übrigens der Bruder von Hertha-Talent Maximilian Mittelstädt. Dann war allerdings wieder Sendepause bei den Gastgebern. Das ist Hurtig, und das ist das 0:5. Starken spielte sich in der Folge in einen absoluten Rausch, und diese überragende Kombination hat dann in gewisser Weise auch ein Tor verdient. Ein paar Kontakte, ganz direkter Fußball, und am Ende steht Hurtig nach diesem überragenden Pass frei vor Lehmann. Der Schlusspunkt, das 0:6, den gab es dann in der 85. Minute, dieser direkte Freistoß, den Lehmann klatschen lässt. Leider kann man ihn hier wohl nicht der Schuld komplett entledigen, den darf er so nicht vorne in die gefährliche Zone abwehren. Und am Ende ist es der eingewechselte Kasper Döring, der um dieses Geschenk nur noch die Schleife drum macht. Für Menzer und Grün-Weiß Neukölln also ein Tag zum Vergessen. Es geht in Richtung Abstiegsrelegation, wo man ums Überleben kämpft.